Wir befinden uns wieder im Kurs FB Einführung Lernraum Lean und wollen nun eine weitere Einschreibemethode kennenlernen. Das ist die sogenannte Selbsteinschreibung. Gehen Sie dazu auf Einstellungen, Nutzerinnen, Einschreibemethoden und die Selbsteinschreibung. Das kommt in der Regel automatisch. Sie sehen, hier sind bereits zwei Formen der Einschreibung aktiviert, die manuelle Einschreibung, die haben wir schon kennengelernt, und die Selbsteinschreibung für die Fortbildung am 20. August. Wir fügen nun eine weitere Methode hinzu und sagen eben, wählen Selbsteinschreibung aus. Nun geben Sie hier einen entsprechenden Namen ein, zum Beispiel Selbsteinschreibung für Schüler. Selbsteinschreibung ja, und hier geben Sie einen entsprechenden Schlüssel an, zum Beispiel Grundkurs 12 Informatik, also GK 12 Inf. Diesen Schlüssel müssen Sie den Schülern zuteilen, damit sie sich in den Kurs auch einschreiben können. In welche Rolle sollen Sie sich einschreiben können? In diesem Fall in der Rolle als Schüler bzw. Schülerin. Es können aber auch andere Rollen vergeben werden, je nachdem, was Ihre Absichten sind. Hier können Sie den Einschreibebeginn aktivieren bzw. das Einschreibeende, oder Sie lassen es deaktiviert. Dann ist eine Einschreibung jederzeit möglich. Hier können Sie einen Begrüßungstext vergeben, also herzlich willkommen im Grundkurs Informatik zum Beispiel, und Sie fügen die Methode hinzu. Sie sehen, diese Methode ist nun aktiviert, Selbsteinschreibung für Schüler. Noch gibt es 0 eingeschriebene Nutzer, und wenn Sie hier auf dieses Icon klicken, dann können Sie auch diese Methode jederzeit bearbeiten. Das ist notwendig für die Selbsteinschreibung für Schüler. Wenn Schüler sich nun eintragen wollen, dann müssen sie zuerst den Kurs suchen. Sie geben ihnen den entsprechenden Namen. Sie suchen hier den Kurs. Und wenn sie den Kurs finden, dann können sie sich auch mit dem entsprechenden Schlüssel eintragen.